galaxy to the sky. Hi, 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 hi. Space taxi to the sky. Die Schwerkraft reißt mich zu Boden. Tut sie nicht! Ich schwör's dir, ist genau wie gestern. Warum bist du so doof? Seht ihn an, den Specht. Trinkt er, wird ihm schlecht. Schau, wie sich sein Blick verschleiert, wenn er in die Löcher reiert. Sieh. Franz! Was ist das? Dein Name? Nein, ich meine diese bunte Stange, die es wagt, dem Kaiser und der Kaiserin den Weg zu versperren. Sie ist rot-weiß-rot gestreift. Das erinnert mich an etwas. Rot-weiß? Pommes-Fritz! Nein, liebe Sissi, der Pommes-Fritz ist leider tot. Oh! Rot-weiß-rot? Natürlich, unsere Landesfarben. Liebe Sissi, wir sind in Österreich. Willkommen daheim! Hallo? Das ist meine Mutter. Hallo, Mama! Nein, nein, ich erzähle keine schweinischen Witze. Nein, ich bin in der Wohltätigkeitsveranstaltung. Ja, nee, nicht keine Macht den Drogen. Das war letztes Jahr. Diesmal geht es um die Missstände in deutschen Küchen. Keine Macht den Abwasch. Ja, und jetzt sind gerade die russische Schwarzmeerflotte, die Don Kanaken, Don Kosaken. Doch, sie singen das Lied Nastrovje Vom. Hör mal. Nastrovje! Was denn? Die haben auch schon mal lauter gesungen. Moment, zweiter Teil. Nastrovje! Wie bitte? Man sollte die russische Schwarzmeerflotte versenken? Aber Mama, das sind Menschen wie du und ich. Wie du vielleicht nicht, aber wie ich. Naja, also, und was gibt's heute Abend zum Essen? Ach, nichts, du hast nichts für mich gekocht. Na, darauf freue ich mich schon. Und was gibt's zum Nachtisch? Keinen Pudding. Für mich bitte ohne Soße, okay? Dankeschön, tschüss. Meine Mutter, also wirklich. Seht sie an, die Meise. Trinkt sie, baut sie Scheiße. Da schon rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. Kommt alle mit, kommt mich begleiten und trefft jetzt meinen besten Freund. Er ist rund und gemütlich, so kuschelig und niedlich, der Puh-Bär, Winnie der Puh-Bär. Bienen, passt auf, sein Honig stiebt er so sehr, Puh-Bär sucht immer zu mehr. Rumpeldi-Bumpe sitzt er schon im Honigbaum, hier gibt's für jeden was, Spannung und so viel Spaß, Frohsinn und Freude und mehr. Und seid ihr allein, dann schaut doch bei ihm rein. Er würde sich freuen, er ist euer Freund. Der Puh-Bär, Winnie, der Puh-Bär. Wohin du auch gehst, oh bitte nimm uns mit. Puh-Bär, wir mögen dich sehr. Kein Bär ist wie du, denn du bist der Bär, Winnie Puh. Schön und wir sind jung, perfekte Körper unter Palmen, doch wir fallen ständig um, wir ernähren uns von Bacardi Rum. Guten Tag, Herr Kaiser. Na, was macht die Schadensregelung? Na, ja, und wo bleibt mein Geld? Naja, macht ja nichts. Auf Wiedersehen, Herr Kaiser. Bis zum nächsten Mal. Ja, morgen könnte auch schon bei Ihnen sein. Herr Kaiser von der Hamburg-Alzheimer. Und außerdem schreie ich nicht wie ein Mädchen. Ah!
Ja, was ist das? Eine Sirene. Das ist kein Rockkonzert, das höre ich auch, du blöde Kuh. Prosecco-Drossel. Brennschlange. Selber. Selber darf ich schwuchteln. Nein, es ist Mittag. Haben wir schon Mittag? Na, es erinnert mich an irgendwas. Ja, an Schichtwechsel. Ach, Mann, Schichtwechsel. Also für mich hat das was mit Alarm zu tun. Ja, vielleicht ist es auch eine Verkehrsmeldung. Ein Verkehrsalarm? Verkehrsalarm gibt's nicht. Techno könnte sein. Nein, Techno, das ist was mit Rhythmus. Das ist der Radiowecker vom Solo. Ja, Kinder, nein. Ich weiß, was es ist. Was? Da, Schatz. Wo? Feueralarm. Mein Feueralarm. Also manchmal, da sind wir ja den Wald von lange Bäumen. Seht ihn an, den Biber. Trinkt er, wird er lieber. Doch mit seinem flachen Schwanz misslingt die Paarung voll und ganz. Hallo zusammen! Ich bin Dimitris Tupakis, Austauschbandit aus Griechenland. Ich bin 30 Jahre im Zeichenstern Frau Jung und in meiner Zeit frei bastel ich so Häuschenvogel mit meinem Schwanzfuß. Hohes Gewicht, liebe Geschwollenen, Angenagter, Angeklagter! Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich hab nicht an dem Mast gesägt, ich hab nur mit dem Ast gefegt. Da hab ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Gast erregt und der hat dann den Mast zerlegt. Sie haben aber bei der polizeilichen Vernehmung ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere wörtlich, ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt. Doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuh aus Alabaster trägt, verdient, dass ihn der Mast erschlägt, das haben Sie doch gesagt. Herr Zeuge, können Sie das bestätigen? Nee, das war ganz anders. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Denn wer schon einmal Bast zersägt, der weiß, dass das keine Hast verträgt. Das tut doch überhaupt nicht zur Sache. Doch, da hat sich's im Morast geregt und das hat wohl den Ast bewegt. Und wie der Mast aus Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Jetzt reicht's aber. Im Namen des Volkes, wenn einer einen Gast zersägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der vor seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt. Wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Pasta trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, dann wird das nicht mit Knast belegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab vom Gast gelegt. Wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Gezeichnet Richter Ahrens. Das hohe Gericht zieht sich zum Besäufnis zurück. Das Urteil lautet Freibier! Wer will, kann sich jetzt noch ein Eis holen und dann ab ins Lager. You change your mind.